Zero Tolerance bewirbt seine Klappmesser mit dem Slogan Build like a tank, gebaut wie ein Panzer. Und diese Formel gilt auch für das Modell 0900, auch wenn es sich dabei um einen relativ kleinen Panzer handelt. Das kompakte Messer ist aus der Kooperation von Zero Tolerance mit dem erfahrenen amerikanischen Messermacher Les George hervorgegangen. Das Design basiert auf dessen Custom-Modell Mini Harpy. Zunächst ein Blick auf die technischen Daten. Der Griff misst 9,9 cm, die Gesamtlänge beträgt 16,9 cm. Die Klinge ist 7 cm lang und hat eine Stärke von 4 mm. Das Gewicht liegt bei 125 Gramm. Der Griff ist eine sogenannte Open-Frame-Konstruktion. Das bedeutet, der Griffrücken ist offen. Am hinteren Ende des Griffs befindet sich lediglich ein Distanzstück. Diese Bauweise erleichtert die Reinigung des Messers und spart Gewicht. Die beiden Griffhälften sind aus Titan gefertigt und mit einem Stonewash-Finish versehen. Gebrauchsspuren wie zum Beispiel kleine Kratzer fallen auf dieser Oberfläche nicht auf. Die vordere Griffschale trägt den Zero Tolerance Schriftzug. Der Clip ist von rechts nach links umsetzbar und unterstützt die sogenannte Tip-Up-Trageweise, bei der die Klingenspitze nach oben zeigt. Wird das Messer in der Hosentasche getragen, ragt lediglich ein kleines Stück vom Griff über den Saum hinaus. Das Modell 0900 ist ein Einhandmesser, das sich sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern bequem per Flipper öffnen lässt. Die Klinge ist kugelgelagert, was einen äußerst geschmeidigen Klingengang bewirkt. Zero Tolerance verwendet hier das sogenannte KVT-Kugellagersystem, das sich auch bei anderen Taschenmessern dieses Herstellers bewährt hat. Der mit einer Rifflung versehene Flipper lässt sich ohne Kraftanstrengung bedienen und ist zugleich die einzige Öffnungshilfe. Auf zusätzliche Daumenpins wurde verzichtet. Im geöffneten Zustand dient der Flipper als Fingerschutz. Die eingeklappte Klinge verschwindet fast vollständig im Griff und wird dort durch den Detent Ball sicher zurückgehalten. In der Arbeitsposition wird die Klinge per Frame Lock zuverlässig und ohne jegliches Klingenspiel verriegelt. Die Titan-Sperrfeder hat übrigens keinen direkten Kontakt zur Klingenwurzel. Die Kontaktfläche besteht vielmehr aus einem Stück Metall, das in die Sperrfeder eingelegt und mit einer Schraube fixiert ist. Man spricht auch von einem sogenannten Lock-Insert. Wie der Griff verfügt auch die Klinge über ein Stonewash-Finish. Die Clippoint-Klinge ist am Rücken mit einer Daumenrampe und einer falschen Schneide ausgestattet. Das auffälligste Merkmal ist jedoch die extrem bauchige Form. Klingenform und Flachschliff sorgen für sehr gute Schneideigenschaften. Der Klingenstahl lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Zero Tolerance hat sich für den rostbeständigen Premiumstahl S35VN entschieden. Das Zero Tolerance 0900 ist ein handliches Kraftpaket, das mit hochwertigen Materialien und einer hervorragenden Verarbeitungsqualität punktet. Es dürfte insbesondere all jenen Messerfreunden gefallen, die kompakte Taschenmesser bevorzugen, aber bei der Performance keine Kompromisse eingehen wollen.